Endlich darf Rico auch in die Vermittlung. Er wartet in Ingolstadt auf euren Besuch. Micha, die Pflegemama, hat ihn seit 2 Monaten liebevoll gepflegt, sozialisiert und ihn in kleinen Schritten an Geräusche, die Leine und den Garten gewöhnt. Was Rico aber von Anfang an liebt, sind Menschen. Schon am ersten Abend lag er kuschelnd bei der Pflegemama und eigentlich wäre das gern die Dauerbeschäftigung des Riesenbabys. Da hat er wie auf dem Foto immer ein Grinsen im Gesicht. Rico hatte im Tierhaus schlimme Hautprobleme. Aber hier konnte es beim Tierarzt sofort erkannt werden, woran es liegt. Und inzwischen ist er nicht nur innen, sondern auch außen wunderschön. Ricos Herz braucht einfach viel Liebe und Sicherheit. Das durfte er als Hundebaby bei einem Schäfer in Italien nicht erfahren. Sehr verängstigt kam er im Tierhaus im letzten Herbst an. Deswegen waren wir auch schon sehr froh, im Frühjahr diesen Jahres einen freien Pflegeplatz für ihn zu haben. Im Rudel wurde er von 2 Rüden auch richtig gemobbt, aber das ist vorbei und wir schauen mit ihm nach vorne. Rico ist alles andere als ein Maremme. Wenn ein Einbrecher kommt, würde er sich wohl eher unter der Couch verstecken. Er ist lieber drinnen wie draußen, wobei er jetzt schon angstfrei in den Garten geht und sich auch dort hinlegen und entspannen kann. Drin ist er einfach da, zum Beispiel wenn die Pflegemama Homeoffice macht. Aber auch alleine bleiben ist kein Problem. Zugegeben, es wäre toll, wenn seine neuen Menschen ländlich wohnen und er nicht täglich Auto fahren muss, um Gassi zu gehen. Viel befahrene Straßenlaufen muss noch geübt werden. Das findet er etwas gruselig und legt sich flach hin. Er braucht wirklich Menschen, die ihm einfach Zeit geben. Mit Bindung kann man einfach total viel bei ihm erreichen. Vor Treppen hatte er zum Beispiel auch Anfang Angst, aber irgendwann ging es dann und manchmal braucht er einfach einen kleinen Schubs, um seinen eigenen Schweinehund zu überwinden. Rico hat Angst vor kleineren Kindern, ab 12 ist es sicher kein Problem. Unser Schäfchen liegt uns wirklich sehr am Herzen und wir hoffen jetzt so sehr für ihn, dass die richtigen Menschen ihn entdecken. Rico ist ca. 60 cm, geimpft, gechippt, besitzt einen gültigen EU-Pass, ist auf Mittelmeerkrankheiten negativ getestet und ca. 1 Jahr alt. Er freut sich auf euren Besuch.